Und wir sind auch schon wieder zurück. Wow. Ach, zu groß. Holy hell. Ja, das bitte, die hat unsere alle Leben. Oh, die ist so. Also, das ist halt wirklich gotische Architektur in Reinfarben. Also wirklich, sucht Bilder davon. Kathedrale in Reims ist wirklich. Okay. Dem da drüben können wir doch bestimmt mit dem Hund helfen. Hundi, hilf ihm. Ach, Hundi, du bist... Genau, du bist der absolut beste Hund. Den, wo geben tut. Ach! Hat sie es jetzt rausgeschaut? Okay, mit Hundi kann ich hier nichts machen. Das Leben in den Städten. Ja, das war damals auch nicht allzu gut. Die Kathedrale von Reims. Reims, das sich in der umkämpften Zone befand, wurde wiederholt zum Ziel von Bombardements durch Zeppeline und Geschütze mit großer Reichweite. Beim Abzug der Deutschen am 19. September 1914 ging sogar die berühmte Kathedrale in Flammen auf. Während des Bombardements verlor die Johanna von Orléans-Statue auf dem Vorplatz eine Hand. Sie wurde daraufhin abgebaut und den Katakomben in Sicherheit gebracht. Am Ende des Krieges lebten nur noch 1500 Menschen in Reims. Und Reims ist eine relativ große Stadt. Ja, Johanna von Orléans, Jeanne d'Arc, sollte euch hoffentlich allen was sagen. Was ist das? Eine frühe Gasmaske. Es stammt aus einer Baumwollkompresse, die mit einer neutralisierenden Lösung getränkt war. Das ist schon besser als verpisste Tücher. Und wir spielen hier mit Emil wirklich den Lebensretter, wie es mir scheint. Ich gerade ziemlich cool finde. Ist das noch was? Boah, ich habe wirklich so Angst, dass dem Hund was passiert. Also ich war ja selbst Ewigkeiten Hundebesitzer und musste halt letztes Jahr im April meinen Hund leider nach 17 Jahren einschläfern lassen. Das war schon. Das war nicht schön. Sehr viel, sehr viel.
Ich weiß jetzt aber auch nicht. Geht's hier raus? Eine Latzhose. Ja, ist immer ganz dankbar, die rutscht halt nicht. Braucht man keinen Gürtel. Na, na, Hundi, Hundi, das war schon gut. Hey, Walt. Ah, ja, perfetto. Nee, Hundi, Hundi, das war schon... Das war schon gut so. Ja, s'il vous plaît. Wenn es Ihnen gefällt, ich... fand Silverplay oder Silverplay, also wenn es Ihnen gefällt oder wenn es dir gefällt, fand ich immer schon ein bisschen merkwürdig. Für bitte. Oder wenn Sie mögen, also Plaisir kann man ja durchaus mit mögen übersetzen. Hundi? Oder kann Hundi auf die 1? Nee. Hundi auf die 2? Jaha, ich arbeite daran. Jaha, es ist nicht ganz so einfach. Jaha. Hundi... Komm zu mir. Hundi hat das. Hundi geht hier rüber. Hundi bleibt hoffentlich dort. Hundi... Ah, da. War da drüben noch was? War da was? Keine Ahnung. Jawohl. So, Hundi... geht hoch. Hundi ist super. Hundi geht zu dem Mann. Hundi gibt dem Mann den Schalter. Der Mann kann schaltern. Und wir können an den relativ offensichtlichen Schrank hier. Um den relativ offensichtlichen Rasierapparat da rauszuholen. Wo ist Hundi? Hundi ist immer noch oben. Ich möchte... Hundi? Nein! Hundi, die 3.
Genau, Hundi kommt zu uns. Sind wir jetzt genug? Jawohl, wir sind genug. Um dieses Dingens wegzumachen. Da hinten ist doch noch etwas. Was ist das? Das ist ein Soldbuch aktiver Dienst. Bei dieser neuen Erfahrung erwarten euch Versuchungen in Form von Wein und Frauen. Ihr müsst beiden widerstehen. Aha. Okay, das ist... Das schreit wieder nach einem Screenshot. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Oh. Nur doch nicht in der Kathedrale. Oh, Mann, das tut mir so weh, weil ich da schon mal war und weil die Kathedrale wirklich wunderschön ist. Hoffentlich geht's Freddy gut. In der Kathedrale von Ra's und er ist. Ist er auf der Kathedrale? Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Aus den Gräben! Yeah.
von den. Freak! Oh Mann. Oh, ne, das Spiel. Oh Mann, ich muss erstmal wieder Luft holen. Oh mein Gott. Anna studierte Tiermedizin, als der Krieg ausbrach. Die Deutschen standen nur noch 30 Kilometer vor Paris, als ein Brief ihres Vaters sie erreichte. Er sei bei guter Gesundheit. Doch bitte er sie inständig, das Ende des Krieges abzuwarten, bevor sie nach Hause komme. Doch Geduld gehörte nicht gerade zu Annas Stärken. Ich denke, es ist recht offensichtlich, dass ich an diese Taube muss und da drüben rechts liegt ja auch noch was. Was haben wir hier? Ein Tintenfass. Kugelschreiber wurden erst 1950 von Laszlo Biro in Ungarn. Und, ja, hier vorne, das ist offenbar ihr Vater, der mit dem Baron unterwegs ist und mit Karl. Also es ist... Dann nimm doch eins. Natürlich warten, bis die Taube. Möglichst über mir fliegt. Und das ist ja irgendwie auch so ein Thema immer wieder. Tierärzte müssen zu echten Ärzten werden in Notsituationen. Taxis an die Mauern. Pariser Taxis werden beschlagnahmt. Okay. Pub. Die deutsche Armee vor Paris. 75.000 Soldaten. Die Mauern-Taxis. Okay, das war also eine PR-Aktion. Uhr mit zerrissenem Armband.
hat kein Benzin. Was brauche ich hier? Hier brauche ich ein Dreieck. Habe ich hier ein Dreieck? Nein, aber ich habe hier ein Vieleck, das auf ein Dreieck passen könnte. Und ich habe keine Ahnung, wie lange die Folge jetzt schon geht, aber ist mir gerade egal. Ich lasse mich jetzt auch immer ein bisschen laufen. Nicht unbedingt so schlimm. Okay. Das hatte ich schon in anderen Reviews gelesen, dass es mit Anna, Brief einer belgischen Zivilistin in Paris, also ja, dass es hier mit Anna so ein kleines Rhythmusspiel gibt. Liebe Eltern, wir sind vor den Deutschen geflohen, um mit unseren Kindern Zuflucht in Frankreich zu finden. Leider rückten die Deutschen immer weiter vor und Paris befindet sich so gut wie im Belagerungszustand. Wenn Paris fällt, werden wir nach Lüttich zurückkehren. Deine liebe Tochter Mathilde. Hab ich jetzt die Flasche genommen? Weil die... Hier ist sie. Weil die Flasche brauche ich. Wasser. Das Wasser tun wir ins Auto. Und wir wissen, wo Anna ihr Auto hat. Oh, einfach mal das Auto geschnappt und... Okay, das ist relativ cool, das ist... Okay, das... Ach, das Spiel ist so... Ich meine, es gibt sehr viele Spiele, die halt sehr französisch, sehr japanisch sind. Und das Spiel hier ist halt einfach mal total französisch. Das ist halt natürlich zu Ubisoft passt, klar. Ach du Kacke. Immer schneller. September 1914. Die Taxis fuhren die ganze Nacht hindurch. Anna war stolz, Soldaten an die Front bringen zu können. Als Anna schließlich ihr Ziel erreichte, erblickte sie die schreckliche Realität mit eigenen Augen. Krieg hat halt nichts Romantisches. Ja, und mit Anna, ja, würde ich sagen, geht es in der nächsten Folge weiter. Der Abschluss dieser Folge war jetzt doch recht spannend, recht witzig, deshalb möchte ich das jetzt nicht mit negativer Stimmung kaputt machen. Die gibt's dann erst wieder in der nächsten Folge. Bis dahin.